Wie bei jeder Ungleichung erstellen wir auch hier eine Zeichentabelle. Ausschließlich die Ungleichung ersten Grades kann ohne Zeichentabelle gelöst werden. Alle anderen Ungleichungen werden mit einer Zeichentabelle gelöst. Wir schreiben zuerst eine Zeile für die Variable x, dann schreiben wir für jeden einzelnen Faktor eine Zeile und die letzte Zeile ist vorgesehen für diesen gesamten Bruch, den wir f von x nennen. Jetzt suchen wir zuerst die Nullwerte der einzelnen Faktoren. Die Nullwerte von diesem Trinom zweiten Grades sind 2 und 3. Der Nullwert von diesem Binom ersten Grades ist ein halbes. Und die Nullwerte von diesem Binom zweiten Grades sind minus 3 und 3. All diese besonderen Werte tragen wir in diese x-Zeile ein und das in arithmetischer, aufsteigender Reihenfolge von links nach rechts. Jetzt schauen wir die Zeichen für dieses Trinom zweiten Grades. Die Nullstellen sind 2 und 3. Außerhalb der zwei Nullen schreibt man das Vorzeichen der Vorzahl von x². Diese Vorzahl ist 1, streng positiv, also außerhalb der zwei Nullen schreiben wir überall ein Plus und dazwischen entgegengesetzt. Dieses Trinom ersten Grades wird 0 bei ein halbes. Rechts von der 0 setzt man das Vorzeichen der Vorzahl von x, also Minus. Rechts von der 0 setzen wir das Minus und links von der 0 entgegengesetzt. Dieses Binom zweiten Grades wird 0 bei minus 3 und 3. Außerhalb der zwei Nullen setzen wir das Vorzeichen der Vorzahl von x², also minus, und zwischen den zwei Nullen setzen wir das entgegengesetzte Vorzeichen. Ehe wir zu den Schlussfolgerungen für f von x kommen, tragen wir vorsichtshalber diesen Bruchstrich in unsere Zeichentabelle ein. Da ist er. Deshalb sorgen wir am Anfang dafür, dass wir zuerst die Zähler und dann die Nenner in unsere Tabelle eintragen. Warum machen wir das? Weil zum Beispiel, wenn x minus 3 ist, dann ist der Zähler eine streng positive Zahl und der Nenner, das ist eine streng positive Zahl mal 0. Also sehen wir hier, dass wir gezwungen werden, durch 0 zu teilen, was nicht geht. Das heißt, hier gehört keine 0, sondern ein Schrägstrich. Also Vorsicht, Vorsicht. Auch bei ein halbes sind wir hier gezwungen, durch 0 zu teilen, was nicht geht. Also Schrägstrich. Bei 2 nicht. Die 0 steht oberhalb vom Bruchstrich und nicht drunter. Also erhalten wir da eine 0. Wogegen bei 3 steht wieder eine 0 unter dem Bruchstrich, also wieder Schrägstrich. In diesem Bereich, wenn x streng kleiner ist als minus 3, haben wir als Ergebnis pos geteilt durch nec, also nec. Da gehört ein Minus hin. Zwischen minus 3 und ein halbes haben wir pos geteilt durch pos, also pos. In diesem Bereich pos geteilt durch pos, also nec. Hier nec geteilt durch pos, also pos. Und hier pos geteilt durch nec, also pos. Hier wird gefragt, wann ist dieses f von x, das heißt dieser Bruch, größer gleich 0? Größer gleich 0 ist es da, da und da. Diese drei Bereiche markieren wir in grün. Und jetzt fahren wir einfach diese drei grünen Felder nach oben bis zur x-Zeile, also so. Und wir deuten, wenn x sich hier, hier oder hier befindet, dann ist das f von x größer gleich 0. Also bilden diese drei grünen Bereiche die Lösungsmenge dieser Ungleichung. Die Lösungsmenge der Ungleichung ist also die Vereinigung
dieser drei grünen Bereiche. Der erste Bereich ist das Intervall von minus 3 bis 1/2, aber minus 3 und 1/2 selbst ausgeschlossen, weil sie selbst nicht grün hinterlegt sind. Dann geht es weiter von 2 bis 3. Die 2 selbst ist eingeschlossen, weil sie grün hinterlegt ist. Die Zahl 3 jedoch nicht, also wird die ausgeschlossen. Und dann geht es weiter von 3 ausgeschlossen bis plus unendlich. Also so. Wir haben die Lösungsmenge gefunden und diese Übung ist schon beendet.